Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Schweinefilet mit Bacon überbacken in einer Frischkäsesoße vorstellen. Und das machen wir heute mal wieder im Opti-Grill. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten, die wir brauchen für das leckere Schweinefilet mit Bacon überbacken in einer Frischkäsesoße, habe ich rausgestellt. Wir brauchen natürlich ein Schweinefilet, das ich hier vom Schlachter meines Vertrauens besorgt habe, Biofleisch. Wir brauchen reichlich Bacon, weil wir das Schweinefilet gleich schneiden werden und dann umwickeln wollen. Wir brauchen Doppelrahmen Frischkäse. Bitte nehmt keinen fettarm. Ich nehme ja sonst auch gerne fettarme Produkte, aber mit fettarm wird es nicht so schön sämig. Also, wenn es geht, wirklich den Doppelrahmen Frischkäse nehmen. Wir brauchen Sahne, wir brauchen Creme fraiche für die Soße. Und in die Soße wollen wir ein bisschen den Geschmack reinkriegen. Wir werden die Soße würzen mit Magic Dust. Das hier ist Magic Dust von Ankerkraut. Dazu kommt dann nochmal ein bisschen Tomatenmark, gute 2 Esslöffel. Wir haben noch eine Chilischote für den Kick. Wer es nicht scharf mag, lässt das weg. Und wir brauchen auf jeden Fall Pfeffer und Salz noch. Damit werden wir die Soße abschmecken und ganz zum Schluss werden wir das Ganze noch mit Mozzarella überbacken. Ja, haben wir alles einmal angesprochen und dann kann ich loslegen. So, mein Schwein habe ich jetzt hier mal hingelegt. Die sehen entfernt noch die Silberhaut. Jetzt können wir weitermachen. So, gute 2 Finger breit immer. 6, 8. Mit den beiden Enden, die nehmen wir natürlich dazu, die schmeißen wir natürlich nicht weg. Haben wir hier jetzt unser Fleisch geschnitten und jetzt fangen wir an und wickeln das in Bacon ein. Vorher wollen wir es aber ein bisschen würzen. So, und ich sagte ja schon, ich nehme jetzt hier Magic Dust von Ankerkraut zum Würzen. Ihr könnt jedes andere Barbecue-Gewürz nehmen, was ihr gerne nehmt, aber das sollte ganz gut funktionieren. Und dazu lasse ich einfach meine Filetstücken hier und bepudere die jetzt. Wie gesagt, das ist nicht sehr scharf, deswegen muss man nicht ganz so vorsichtig sein. Muss auch nicht übertreiben, aber wir wollen es auch einwickeln. Das reicht schon. So, und jetzt nehme ich mir so ein leckeres Stück Schwein hier. Das heißt, vorher nehme ich erstmal eine Scheibe Bacon und lege die hin. Dann machen wir das mal einmal so, rollen mal. Und zwar so, dass ich die Schweinefiletspitzen hinstellen kann nachher. Also, wir wickeln sie so längst ein. So, und einer der Zuschauer sagte mal, 2 Sachen kann man nie genug haben. Bacon und Käse. Und deswegen wickeln wir auch jedes unserer kleinen Schweinereien hier in 2 Bacon-Scheiben ein. Also noch eine. Ja, und die versetzt. So. So, so sieht das jetzt aus hier. Ne, kleine leckere Schweinefilet-Tornados, wie man so sagen könnte. Und das mache ich jetzt auch mit allen anderen. So, fertig. Ne, ihr seht, alles eingewickelt und man kann sehen, ich habe ein bisschen schlampig gearbeitet, weil sie nicht alle exakt gleich hoch sind. Wir müssen gleich im Opti-Grill ein bisschen drücken, damit sie alle die gleiche Höhe haben, aber ansonsten schon ganz okay. Bevor wir in die Grillplatten gehen, mache ich noch schnell die Chili und dann können wir aber loslegen. Wie immer, denkt dran, Chili schneiden, entweder gleich mit Handschuh, wenn ihr es nicht vertragt. Ansonsten sofort danach die Hände mit Seife waschen, sehr gründlich. Capsaicin, das ist der Stoff, der das Ganze scharf macht, ist nicht wasserlöslich, sondern fettlöslich. Also zieht prima in die Haut ein. Danach also bitte sofort die Hände mit Seife waschen. So, und jetzt geht's an die Grillplatten. So, Opti-Grill aufgebaut und für den ersten Durchgang brauchen wir ja erstmal die Grillplatten, denn wir werden ja erst mit beiden Geräten arbeiten, mit den Grillplatten und mit der Backschale. Also zunächst mal die Grillplatte hier eingesetzt und jetzt heizen wir das Ganze vor. Und da das Schwein ist hier, ich es aber auch nicht totbraten möchte, habe ich mich entschieden für die Würstchenstufe. Die kann man wohl üblicherweise nehmen, auch für Schweinefilet.
Und dann lasse ich ihn jetzt auch mal vorheizen und wenn er sich gemeldet hat, dann sehen wir uns wieder. So, und ihr wisst, der Opti-Grill braucht ja so ein bisschen, um sich aufzuheizen. In der Zeit können wir schon mal unsere Soße anrühren. Unsere Creme-Frischkäsesoße. Denn hier oben der Deckel, das dauert ein bisschen, bis der heiß wird. Vorsichtig, dass euch die Schüssel nicht runterrutscht. So. Und jetzt noch der Frischkäse dazu. So, jetzt gebe ich noch Magic Dust dazu. Meine Chilischote und das Tomatenmark. So, das war's auch. Und jetzt können wir anfangen, ist ja ganz einfach, einfach die Zutaten zu verrühren. Und ihr seht schon, die Soße wird relativ dick. Können wir gleich nochmal aufrühren. Und eventuell noch ein bisschen Sahne oder Wasser hinzugeben. Ich würde sie aber jetzt erstmal so lassen und schmecke sie aber vorher schon ab. Mal zu gucken. Ja, ganz hervorragend. Aber es fehlt Pfeffer. Und es fehlt Salz. So. Das reicht auch erstmal. So, der Opti-Grill hat sich auch gemeldet. Er ist soweit hier auf der Würstchenstufe. Und dann setzen wir mal unsere wundervollen Filetstücke hier ein. So. So, und jetzt lasse ich den Opti-Grill erstmal machen. Okay, auf geht's. Wir gucken jetzt zwischendurch mal, denn ich möchte meine Filets nicht totbraten. Die kommen ja nachher nochmal in die Soße und da ziehen sie ja nochmal durch. Also auf keinen Fall hier zu trocken machen. Ich schaue mal zwischendurch, wie weit der Grill ist. So, während er hier grillt, habe ich die Soße nochmal glatt gerührt und nochmal gute 100 ml Sahne hinzugegeben. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Mehr machen wir erstmal nicht. Schreibe ich ins Rezept auf jeden Fall ausdrücklich rein, was ich so an Mengen genommen habe. So, nun gucken wir mal. Hier ist immer noch blau. Oh, und ihr seht hier, das sieht schon lecker aus, oder? Aber es reicht natürlich noch nicht. Auch wenn sie nachher noch garen in der Schüssel. So, das reicht. Das war gute 10 Minuten, ein bisschen länger. Und ihr seht hier oben, die Filets haben schöne Roststoffe jetzt hier. Genau das sollen sie auch. Und sie sind noch weich. Also das Fleisch ist noch nicht totgebraten, aber es reicht auch. Das muss jetzt raus. Das reicht. So, Opti-Grill ist wieder aufgebaut. Ich habe ihn jetzt ein bisschen abkühlen lassen, vorsichtig die Grillplatte rausgenommen und jetzt hier die Backschale eingesetzt. Und jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht groß vorher vorzuheizen. Wir können auch gleich die Soße in die Backschale geben, denn ich mache die jetzt erst heiß und erst wenn die ein bisschen heiß geworden ist, dann geben wir unsere Schweinefilets wieder rein, damit die jetzt hier nicht noch ausderzeln. Die sollen ja jetzt nur noch ein bisschen nachziehen und dann überbacken werden. So, auf geht's. Opti-Grill angeheizt. Volle Pulle, 1, 2, 3, also rot bei mir, volle Pulle. Und wenn die Soße so ein bisschen blubbert, dann sehen wir uns wieder. So, Opti-Grill heizt noch vor hier volle Pulle, aber man sieht schon, ja, die Soße blubbert. Das soll sie und ihr seht, die hat auch hier die richtige Konsistenz, ne? Die ist genau richtig dick, nicht zu dünn, nicht zu dick. Ist eine ganze Menge, räume ich ein, aber dazu kann man jetzt auch gut Nudeln oder Reis nehmen. Und jetzt können wir hier unsere Filets wieder reingeben.
sieht doch ganz hervorragend aus. Und jetzt wende ich einfach einmal meine Filets, damit die auch überall Soße abkriegen. So. Und jetzt können wir das Ganze auch schon bestreuen mit dem Parmesan, denn viel mehr wollen wir ja nicht. Das zieht jetzt noch mal hier ein paar Minuten. Dann ist es auch fertig. Machen wir mal zu und dann schauen wir mal. So, und ich stelle es mal runter hier auf Orange, denn das reicht. Mehr brauchen wir nicht mehr. So, gute 6 Minuten noch mal. Oh, lecker, oder? Das reicht. Mehr brauchen wir nicht mehr. Das Fleisch ist eh durch, der Käse sollte zerlaufen, die Soße ist heiß. Oh, können wir mal schauen. Oh, es geklappt hat. Ja, mein Schweinefilet ist fertig. Und wir wollen mal schauen, ob es auch wirklich geklappt hat. Ich hole mal hier so ein Stück raus, möglichst ohne rumzusauen. Ach ja, das sieht doch schon herrlich aus hier. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Petersilie, das passt ganz gut als Deko. So. Ja, wollen wir mal sehen, ob es geklappt hat und schneiden mal ein Stück an hier. Wow. Das Fleisch ist ganz zart. Mega zart, ihr seht es hier noch. Es ist nicht ausgetrocknet. Hat noch richtig Saft. Ach ja, wundervoll. Der Magic Dust ist richtig gut eingezogen ins Fleisch, hätte ich gar nicht gedacht. Hat diesen rauchigen, süßlichen Geschmack erzeugt. Und ist wirklich gut rauszuschmecken, aber nicht penetrant. Echt gut geworden. Auch der Bacon hier gibt so sein Aroma dazu. Der Mozzarella mild genug. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich Cheddar nehme. Nein, war genau richtig. Ja, ich denke, hat geklappt hier. Meine Schweinefilets mit Bacon überbacken in einer Frischkäsesoße. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.